Servus, herzlich willkommen zurück bei CSR Automotive. Heute geht's weiter zum Thema Bodykit an unserem Golf 6R Projektfahrzeug. Und was genau wir alles verbauen, seht ihr jetzt gleich im Anschluss. So, wie ihr sehen könnt, ist für uns heute einmal das Thema Scheinwerferblende und Cup-Spoiler-Lippe. Zunächst fangen wir aber mit der Cup-Spoiler-Lippe an. Deswegen die Scheinwerferblende einen Stock tiefer. Und wie immer zuerst natürlich die Passgenauigkeit kontrolliere. Deswegen nehmen wir mal die Lippe zusammen mit dem Kollege Getriebeheber und setzen sie mal ans Fahrzeug dran. Wichtig ist beim Ausrichten, dass ihr immer darauf achtet tut, dass natürlich hier die Form auch komplett übernommen wird auf den Stoßfänger und dass wir auch hier hinten schön bündig ansetzen und einen sauberen Abschluss haben. Das tue ich mal gleich mal mit einem Stück Klebeband fixieren. Vorteilhaft natürlich, wenn er das zu zweit macht, aber wie ihr seht, funktioniert das auch komplett alleine. Und dann kann ich mal die Konturen hier im vorderen Bereich aussehe, sitzt überall perfekt drauf. Auch hier der Abschluss einwandfrei, also top Passgenauigkeit. Deswegen können wir jetzt mit der Montage beginnen. Zunächst müssen wir aber Löcher bohren. Deswegen einmal wieder zurück an unseren Tisch. Und hier habe ich ja auch schon ein bisschen was vorbereitet. Im Lieferumfang habt ihr unsere Niete zusammen mit der Unterlegscheibe enthalten. Und hier nehmt ihr am besten dann die Unterlegscheibe und positioniert euch diese direkt hier. Dann habt ihr nämlich auch den perfekten Abstand zum Bohren später, weil es ist wichtig, dass man natürlich die Niete so nah wie möglich hier an den vorderen Bereich setzt, damit später der Fahrtwind den Spoiler nicht nach unten ziehen kann. Nachdem wir das Ganze jetzt gebohrt haben, können wir auch die Schutzfolie entfernen. Weil, es wäre ja so ein Schad drum, wenn die drauf bleibt und man die später runterfriemeln muss, ist nicht so ganz angenehme Arbeit. Und auch hier kommt uns dann ein schönes Hochglanzschwarz wieder entgegen. Und schon können wir den Cup-Spoiler wieder am Fahrzeug positionieren. Und jetzt müssen wir das Ganze so fixieren, wie es später am Fahrzeug angebaut sein soll. Und wenn wir dann nämlich jetzt die Löcher falsch bohren, dann sitzt er krumm und das wäre natürlich ärgerlich. Und auch hier lieber 2 bis 3 Mal das Ganze kontrollieren, dass das Ganze schön passt später. Hier können wir noch ein bisschen nach hinten. So, und dann sieht es gut aus. Und dann können wir anfangen, die Bohrlöcher zu übertragen. Arbeitet euch hier von der Mitte nach außen, damit ihr später keine Spannung aufbaut und eventuell sich eine Welle hier bildet. Natürlich auch gleich das Ganze mit der ersten Niete fixieren. Jetzt können wir die Klebebänder wieder entfernen. Und schon war das ganze Ding montiert. Also echt keine große Sache. Und das Ganze hebt. Also sieht Bombe aus, passt. Jetzt machen wir noch mit der Scheinwerferblende weiter. Ist jetzt natürlich eine optimale Arbeitshöhe, ganz klar. Und hier geht es auch los mit der Vorreinigung. Wichtig ist, dass hier die Klebefläche super sauber sind und keinerlei Dreck mehr drauf ist. Deswegen einmal die Vorreinigung mit dem Glasreiniger
reicht hier vollkommen aus. Und dann prüfen wir zunächst einmal die Passgenauigkeit. Und das sitzt super. Perfekt. Und noch die andere Seite. Und auch hier einwandfrei von der Passgenauigkeit. Können wir also verbauen. Und jetzt nehmen wir den Surface Cleaner, der im Lieferumfang ist. Damit tun wir nochmal sämtliche Fett- und Silikonrückstände quasi beseitigen und eine ordentliche Haftvermittlung herstellen. Ihr seht, hier entsteht jetzt so ein leichter Film. Das ist aber nicht schlimm. Den tun wir dann gerade mit dem Mikrofasertuch nochmal kurz nachreiben. Da seht ihr einfach bloß, dass das Material da drauf auch wirkt und arbeitet. Verlauf aussetzen und dann ordentlich drücken, damit das Klebeband ordentlich Kontakt mit dem Scheinwerfer hat. Sehr gut. Machen wir noch die andere Seite. Einmal ordentlich andrücken. Und dann war es das auch schon. Jetzt können wir natürlich für die Fingertatscher einmal unseren CSR-Reiniger nehmen. Einmal aufsprühen und zack, sieht es richtig gut aus. Das ist halt der große Vorteil an dem Reiniger. Wie ihr schon sagt, er reinigt, aber er tut die Oberfläche auch gleich nochmal etwas versiegeln und somit auch wieder den vollen Glanzgrad herstellen. Also ein All-in-One-Produkt. Also, ich finde, das Ganze kann sich sehen lassen. Gefällt mir sehr gut von dem Ganzen und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Like da, teilt das Ganze in die Welt hinaus und abonniert unseren Kanal. Und im nächsten Teil geht es dann weiter mit den Seitenschwellern. Seid gespannt, bleibt am Ball und bis zum nächsten Mal. Ciao.